Eine weitere von Owen Kinnetals Doppelschlaufen ist die Pennine-Doppelschlaufe. Auch attraktives Aussehen. Zwei feste und veränderliche Schlaufen. Die Pennine-Doppelschlaufe. Die ersten Schritte sind völlig identisch mit Natals Doppelschlaufe mit Affengesicht, wenn sich noch jemand daran erinnert. Wir legen also, wir doppeln eine Leine, dass wir eine Bucht erhalten, klappen die Bucht auf die beiden Parts. Dann verdrehen wir beide Augen, indem wir die inneren Parten jeweils nach rechts und nach links legen. So. Dann führen wir das linke Arbeitsende über das rechte, dass wir wieder dieses Dreieck oder diesen Zwischenraum erhalten. Jetzt führen wir das jetzt rechte Arbeitsende nicht von unten, sondern von oben durch das Auge. Mit dem anderen Arbeitsende verfahren wir identisch, also von oben durch das Auge. Jetzt werden beide Arbeitsenden von oben in dieses Dreieck geführt. Eine Leine. Zweite Arbeitsende. Dann halten wir diese beiden Augen fest und ziehen den Knoten zusammen. Nachjustieren, also festziehen. Und wir haben diese attraktive Doppelschlaufe, die im Übrigen sehr sicher ist. Die Pennine Doppelschlaufe.